Die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja glaubt nicht, dass sich das belarussische Militär am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligen würde. Die belarussischen Soldaten wollen nicht gegen die Ukrainer in den Krieg ziehen. Außerdem wussten sie auch, dass sie in Militäreinsätzen unerfahren sind und als Kanonenfutter dienen werden. Lukaschenko verstand diese Haltung in der Armee. Nun ist es äußerst unwahrscheinlich, dass ein solcher Befehl erteilt wird, sagt Tichanowskaja gegenüber Ukrainska Pravda. Dass das Regime des belarussischen Staatschefs Lukaschenko bereits offiziell in den Ukraine-Krieg verwickelt ist, weist Tichanowskaja nicht von der Hand. Zwar kämpft Belarus aktuell nicht im Ukraine-Krieg, hilft aber Russland logistisch bei der Invasion. So kann Russland von Belarus aus die Ukraine bombardieren. Weil Belarus Russland im Ukraine-Krieg unterstützt, wurden gegen beide Länder internationale Sanktionen verhängt.